Jo, moin liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der 17. Ja, wir sind schön am Kacke kutschen. Jo, das Fass habe ich mir vom Maschinenring geholt und jo, die Flächen, die müssen jetzt erstmal vollgefahren werden vom Mähen. Jo, der erste Schnitt ist drinne, lief relativ gut, also zufriedenstellend. Ist jetzt so, dass ich sagen könnte, ja, Bombe, das war's, aber nee. Es lief, also ich denke mal, bis in Winter kommen wir definitiv mit dem Silo und dann müssen wir gucken. Wir ja noch definitiv einen zweiten Schnitt machen, also mach's ja immer so. Den zweiten machen wir Heu und dann den nächsten machen wir dann nochmal Silo, also noch ein zwei, also dann den zweiten. Und das ist ja quasi dann der dritte Schnitt, ne? Ja, weil Heu ist auch sehr wichtig für die Milchproduktion. So, jetzt pumpen wir das Fass hier schön auf. Ich habe extra hier das, es gab ja zwei Fässer, einmal ein Zweierachser Joskin oder das Bauer hier. Ich habe das genommen, weil erstens, das ist schön, also das ist kleiner wie das andere, da passt trotzdem genug rein für uns und ja, das hat dicke, dicke Schluffen dran, da kann ich am Schiefen schön mitfahren und es ist auch noch Druckluft gebremst. Und daher muss das der New Holland eigentlich nur ziehen und wegdrücken, kann es, also kann das fast gar nicht. Falls sich wer jetzt fragt, hä, der New Holland hat ja gar keine Druckluft, haben wir nachgerüstet hier dran, an der Kiste. So, Fass ist voll, dann fahren wir wieder los. So, wir fahren jetzt in die Talwiese, weil die andere Wiese, die haben wir schon, ja, die andere am Hang, die ist schon fertig und da diese kleine Brocke ist auch schon fertig. Ja, bergauf hat ein bisschen zu ziehen, aber sonst geht's. Ich fahre aber jetzt auch nur noch die Wiese voll, heißt sie, sprich, ich fahre noch fünf Fässer oder so, dann habe ich insgesamt fünf Fässer, zwei Fässer, dann habe ich insgesamt sechs gefahren. Also nicht viel, aber ich will nachher, also wir haben gar nicht so viel Gülle eigentlich, deswegen ich will nachher wenigstens noch ein bisschen aufs Ackerland fahren für die Zwischenfrucht, dass die was wird. Nur hier hinten so die Hauptwiesen, wo die besten Böden sind, die eine gut. Ja, aber da ist der Boden jetzt nicht so gut, dass das Gras dann nochmal wächst, auch wenn auch wenn es halt Regen gegeben hat, aber da drüben wächst halt besser, viel schneller. Weil da auch mehr Wasser so an sich ist, wenn es nicht regnet. Deswegen lieber hier die Ecke und oben, da geht's eigentlich. Ich weiß, da ist jetzt so viel Wasser, aber der Boden ist gut, der speichert das Wasser ganz gut. So, dann fahren wir mal hier hin. Da würde ich sagen, schiebe auf, Zapfwelle an und geiler darf. Das läuft, das geht gut. Ja, man merkt jetzt natürlich hier, wenn es hier ein bisschen welche aufgeht. Oh. Da hätte er ganz schön zu knurren, aber naja, dann kommt eben mal ein bisschen mehr Gülle hier hin. Na, kommst du denn? Aus dem Knick, kleiner Mann, da vorne, vom Fass. Ja, ich hätte auch einen Deutz nehmen können, nur da ist was dran kaputt gegangen und den nehme ich jetzt nicht und der IAC war mir zu groß dafür. Aber der New Holland, wie gesagt, wenn es relativ gerade geht, dann ist das auch kein Problem. Jetzt bei der nächsten Bahn, da klappt das ja schon viel besser. Und nochmal einen von der Säule. Zack, so. Einen muss ich noch. So, sieht auch geil aus. So, das war's. Ja, mal gucken, was wir als Thumbnail nehmen. Da bin ich mir immer ein bisschen unschlüssig. Ich habe jetzt bei den Fässern davor auf dem anderen Stück schon ein paar gemacht. Aber
Wie gesagt, der schönste wird's. Und ihr werdet ja sehen, welcher der schönste war. So, Schieber zu, Zapfhelle kann anbleiben und wieder weiter. Mensch, das Fass wird hier gar nicht leer. Auf der Ecke. Ja, geht ja auch was rein, ne? Ich hab gar nicht drauf geguckt. 10, 11, 12 Kubik. 12 ging nicht. 10. Oh, nichts weiß. Ja, Bernd ist gerade dabei und repariert den Deutz. Den hatten wir ja aus zweiter Hand gekauft. Also, wir sind jetzt quasi die dritte Hand. Ja, der hat schon so, weil jeder da so was anderes dran gemacht hat, hat er ein bisschen Leiden gehabt, der gute Schlepper. Aber naja, deswegen machen wir den jetzt fertig. Er ist auch schon ziemlich fertig. Wir haben auch schon, bevor, also als wir ihn gekauft haben, danach schon noch was dran gemacht. Dafür war er auch nicht so teuer. Und ja, müssen wir dann mal gucken. Jetzt machen wir hier noch was. Da ist noch was hier an Achsen undicht. Das machen wir jetzt noch. Und sonst passt das. Keine Sorge, ist nicht beim Silo verteilen, hat er getröppelt oder so. Das haben wir vorher gemerkt. So, zack, dann fahren wir hier den Klacken da drauf, aber mehr will ich jetzt echt nicht fahren. Naja, wenn das bisschen da raus ist, ist ja hier schon auch schon gut was gemacht von dem Stück. Haben uns zwar nur ein bisschen vollgekleckert, aber naja, was soll's. Passt schon. In echt fährt man ja ohne die Wiese so dicke voller Gülle immer mal hier was hin. Das verteilt sich ja auch dann so ein bisschen. Und daher, ja, hier drüben ist auch Gerste. Wie gesagt, oben gut, unten schlecht. Da bin ich ja mal gespannt, was hier rauskommt. Aber ich weiß was, wenn ja das, wenn jetzt die Ernte so schlecht ist, also schlecht her, dann fahren wir zwar nicht so viele Wöhren heim, aber wir. Ja, haben halt dann zwar weniger, aber das, ja, die Preise auf dem Markt, die werden ja dann im Winter schon höher. Zur Not fahren wir es dann erst Anfang Frühjahr weg, machen dann einfach in der Halle, müssen wir mal gucken. Also erstmal das Lager voll, da geht ja auch ein bisschen was rein und dann müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt. Zur Not muss ich halt dann mal zwei, drei Wagen in die Halle kippen. Kriegen wir auch hin. Dann stellen wir so Holzwände auf, da habe ich noch ein paar in der Ecke liegen und dann kippen wir das so dazwischen, ne? Müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Kriegen wir schon hin. So, ja, dann würde ich eigentlich sagen, dann grob hier an den, das spritzt mir die Reifen von dem Fass mal noch ein bisschen ab und dann ist das in Ordnung, ne? Kommt Joe Fassel hinten dran. Hier fahre ich auch nicht, da sollen dann zur Not auch nochmal so die Viecher jetzt hin und deswegen, da fahre ich keine Gülle drauf, das ist nicht schön. Nur da hinten, wo ich weiß, dass ich nochmal mähe. Ja, hier sieht man jetzt mal den Haufen. Also ich finde, ist gar nicht so wenig geworden. Ich glaube, es sind 350 Kubik drin, also passt schon mal. Ja, letztes Jahr war es mehr, aber gut, wir können ja auch nochmal, Folge ist ja nicht um, nochmal auch in die Getreidehalle mal reinstöbern. Kann ich euch ja auch mal zeigen, wie das da aussieht. Also in die, ja, Futterscheune. Also wo es Stroh drin liegt und Heu. Ja, hier haben wir noch Stroh, da ist noch viel mehr als genug. Aber ich habe schon was gehört, dass viele noch nach Stroh suchen und wollen nicht auch nicht so viel bezahlen. Dann können wir hier von denen noch was
Kloppen können alles, lassen wir Stroh hinlaufen, fahren das noch heim und dann können wir da was dann für teures Geld im Winter verkaufen, weil wenn die alle, die so schon wenig Stroh haben, wenn sie in guten Jahren alles hinlaufen lassen, dann noch weniger haben, dann können wir denen schön was hier für, naja, ganz teures Geld will ich auch nicht verkaufen, aber ne, ja, hier habe ich, da hinten haben wir ja noch so ein paar HD-Ballen, da verfüttere ich immer mal ein paar und da kommen auch noch mal ein paar Leute, die holen dann sowas mit hier für Hasen und auch die Pferdeleute mögen das. Ja, dann hier habe ich noch ein paar Rundballen, die kommen natürlich auch in die Viecher, da denke ich, kommen auch noch ein paar von weg, bis wir wieder ans Mähen kommen. Und ja, dann können wir hier wieder einen schönen Stapel machen an Stroh, an Heu. Jenny, heute ist auch der Wurm drin. Ja, da steht der Schwader noch, den muss ich noch sauber machen. So, und hier, dann kann ich eigentlich gleich beide Sachen mal sauber machen. Mal hinten mal schnell die Scheibe zu. Nicht, dass da gleich eine große Sauerei kommt. Na, Hühnerlein, ich fahr dich doch nicht platt. So. Naja. Bernd macht ja nie die Maschinen so sauber und pflegt die. Das mache ich eigentlich mehr so. Reparieren kann der aber auch erst, wenn es kaputt ist. So. Ja, dann zieht mein Kleiner in die Holland wieder gut aus. Ja, ich weiß jetzt auch nicht. Ich denke mal, der macht noch ein paar Jahre auf dem Betrieb. Da muss was anderes her. Hier sind auch schon viele Sachen, also er sieht ja optisch noch sehr gut aus, wie ich finde, ist ein schöner Schlepper, passt auch, nur er hat schon also ein paar viele Stunden ohne und ja, da passieren auch immer mal so ein paar Dinge, die nicht passieren dürfen, wenn was kaputt geht. Das merkt man halt einfach, dass er nicht mehr neu ist und ja, der ist halt hier auch viel im Einsatz. Wird ja jeden mindestens auch im Winter zweimal am Tag eingestellt und wenn nicht sogar noch mehr. Aber er wird auch immer gut gepflegt, von daher denke ich mal, ein paar Jahre macht er noch, aber jetzt nicht mehr, dass man sagen könnte, man will nichts anderes mehr kaufen. Nö, müssen wir mal gucken. Ich rede da hier mal mit dem Händler. Mit dem Johann, so heißt der Händler hier, ob er denn mal ein paar Vorführer uns gibt von, also ich wäre ja gar nicht so, also ich hätte ja nichts dagegen, wenn man jetzt mal ein T5 oder sowas würde ich ja auch mal testen, aber ich würde ihn noch mal sagen, er sollte mir auch mal ein 300er Fendt oder so mal als Vorführer geben, ne? So, liebe Leute, ich fahre dann hier nach das fast gleich weg. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder und vielleicht sind wir ja sogar schon am Dreschen. Also ich weiß es natürlich nicht, ne? Dann jo, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Janni. Ciao.